Hey ihr Süßen und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Ich bin echt ein bisschen baff, die letzten beiden Parts sind richtig gut bei euch angekommen und ich habe auch mega viele Tipps bekommen zum Gameplay. Erstmal danke dafür und danke für die krasse Resonanz und ich würde sagen, let's go! Übrigens, für alle, die Lust haben, ich habe auch einen eigenen Discord-Server. Joint da gerne drauf. Den Link packe ich euch nochmal in die Beschreibung. Den findet ihr aber sonst auch auf meiner Startseite. Da sind nämlich schon richtig coole Leute drin, die auch Tipps zum Spiel geben, die unter anderem auch Bilder teilen von dem, was sie so gebaut haben. Und da sind echt coole Sachen mit dabei. Also guckt da auf jeden Fall auch gerne mit rein. So, aber jetzt starten wir ins Spiel. Genau, im letzten Part haben wir uns ja dieses kleine, naja, ich wollte jetzt mal Häuschen sagen, aber nachdem ich gesehen habe, was ihr so gebaut habt, ist es eher eine Bruchbude und mein Charakter ist anscheinend auch zu klein, hier vom Balkon runterzuschauen. Da sollten wir vielleicht eine Reihe davon entfernen, sonst passt es ja vorne und hinten nicht. Hier müssen dann noch Fenster rein und hier muss eine Tür rein. Genau, und außen musste ja noch was gefixt werden und das Dach will ich irgendwann dann auch fixen. So viel erstmal zum Plan. Dann wollte ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal, nicht zum Charakter, sondern zu den Fähigkeiten. Ich habe ja zwei, die ich schon vergeben kann. Und ich habe mir gedacht, weil ich ja alleine spiele, brauche ich ja normalerweise vielleicht Fähigkeiten im Nahkampf sowie im Fernkampf. Das heißt, ich würde eigentlich total gerne ein Bogenschütze sein und aber gleichzeitig... Was war das? Ich habe doch Kampfmucke, oder? Ist da wer? Hier, da ist ein Köter. Und wieso kann der mich durch die Wand beißen? Ist der behindert? Naja, gut, okay. Solange er nicht hier reinkommt und ich hier gerade erstmal in Sicherheit bin, gehen wir nochmal zu den Fähigkeiten. Ja, das hat mich jetzt total rausgebracht. Auf jeden Fall, Bogenschütze würde ich gerne sein, wobei ich gehört habe, dass der Mage halt auch echt OP ist. Das heißt, würde ich den nehmen, hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich gute Chancen zu überleben. Aber ich würde natürlich auch gerne was nehmen, was ich mag. Und das wäre halt in dem Fall der Bogenschütze. Und vielleicht tatsächlich der Krieger. So, am Anfang würde ich jetzt erstmal in die Kriegerrichtung gehen, denke ich. Wo fange ich denn da an? Steinmetz. Die Spitzhacke verursacht 30% mehr Schaden gegen Steinobjekte, einschließlich Ressourcenadern. Das heißt, er baut ja dann im Prinzip schneller ab. Oder liege ich da jetzt falsch? Wenn ich das jetzt aber nehme, dann habe ich meine beiden Punkte schon weg. Was gibt's hier? Erhöht dein Stärkeattribut um 1. Erhöht den Nahkampfschaden um 5% pro Attributspunkt. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Das nehmen wir. Das können wir noch nicht machen. Und was ist hier? Erhöht dein Konstitutionattribut um 1. Erhöht deine Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Das ist auch nicht verkehrt. Dann haben wir jetzt erstmal die beiden. Und jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, diese Bären heilen, oder? Ja, die Bären heilen mich, das ist gut. Kann ich denn irgendwie noch Klamotten oder sowas herstellen? Bauhammer, den haben wir schon, Bandage, die kann ich mir mal herstellen. Eine Fackel habe ich ja. Schilde. Brauche ich ein Schild? Ich stelle mir jetzt einfach mal eins her. Und die Keule. Die macht 11 Schaden und macht Wuchtschaden. Ja, eine Keule, die aus Holz geschnitzt wurde, besser als nichts. Das stimmt. Aber ich habe ja auch das Schwert hier. Das macht auch 11 Schaden. Deswegen glaube ich, würde ich jetzt erstmal das Schwert behalten. Beziehungsweise ich habe ja auch noch das Beil. Da brauche ich mir dann also erstmal nichts machen. Zauberstab und Magierstab, denke ich, brauche ich auch erstmal nicht. Wenn doch, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und Kleidung sollte ich mir vielleicht dann auch machen, bevor wir losziehen. Oder ist es
nicht so sinnvoll. Was mich aber gerade noch am meisten langweilt, ist hier dieses ungeordnete Inventar. Ich hasse sowas. Das kann mal hier rein. Das braucht man ja nicht in diesen Leisten. Die Fackel, dann Wasser, Lagerfeuer. Muss ich dann irgendwann mal platzieren. Die Bauteile brauche ich auch nicht mehr. Zwei Fackeln brauche ich auch nicht und erst recht nicht drei. Ich denke, da kann ich eine löschen. Schild ausrüsten. Wo ist es jetzt? Ah, hier drin. Okay, das heißt, das nimmt sie dann, glaube ich, automatisch in die Hand, wenn ich mich nicht irre. Die Kugeln können ja mal dahin, beziehungsweise hier ans Ende. Dann tun wir Pilze und die Beeren. Und das Zeug zum Abbauen kann erstmal dahin. Gut. Was ich auf jeden Fall auch noch brauche, ist eine Kiste. Dafür brauche ich wieder Garn. Gut, Garn, 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 Garn. Handwerk, Garn. Okay, da kann ich jetzt auch nur noch einen herstellen. Da müssen wir also da wieder sammeln gehen. Was wollte ich jetzt tun? Ach so, ich wollte ja. Jetzt gehe ich wieder raus. Ich bin auch so ein Depp. Stauraum. Ach so, ich brauche drei Garn. Na gut. Dann bewaffne ich mich jetzt erstmal. Und gucke mal, ob dieser blöde Köter jetzt noch hier draußen vor meiner Tür rumlungert. Wie ist der da überhaupt hingekommen? Der war doch letztes Mal noch nicht da. Nö, der ist anscheinend weg. Okidoki. Das heißt, wir gehen jetzt kurz farmen. Und zwar natürlich Pflanzenfasern wegen dem Garn. Damit ich mir eine Kiste machen kann, bevor ich hier auf Tour gehe. Hier sind noch ein paar Beeren. Das ist auch nicht verkehrt, wenn die mich heilen. Dann, oh, Stein wollte ich jetzt nicht, aber wurscht. Wenn die Beeren mich heilen, dann ist es ja super. Aber vielleicht sollte ich auf kurz oder lang dann doch mal auf die Bandagen zurückgreifen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Pilze machen. Die können wir aber auch einfach mal mitnehmen. Und da ist wieder dieser blöde Dreckswolf. Ja, komm doch her. Ich habe doch überhaupt keine Angst vor dir. Ja, eben. Siehste, geht nämlich doch ganz leicht. Der hat Fleisch und Knochen. Brauchen wir bestimmt später auch nochmal. Dann stellen wir ein bisschen Garn her. Das müsste jetzt aber auf jeden Fall schon reichen. Nehmen wir die noch mit. Und düsen wieder nach Hause. Und machen die Tür zu, damit nicht noch ein Wolf angekackt kommt. Stauraum. Jetzt können wir es herstellen. Super. Und wir haben es hier auf der 4. Ach, hier haben wir keinen Platz mehr. Ich kann es ja mal hier unter die Treppe packen. So. Da will ich jetzt eigentlich nur so Zeug wie die Baumaterialien reintun. Ja, ich kann eigentlich alles reintun, oder? Geht es hier auch? Alles ablegen. Oh. Löschen. Na komm, ich lösche die mal. Jetzt habe ich hier Fleisch. Lebensmittelvergiftung. Das heißt, ich muss es irgendwie kochen. Dann nehmen wir doch nochmal das Lagerfeufeu. Und wo tun wir denn das hin? Ich muss dann unbedingt umbauen. Ich packe es jetzt mal dahin. Ja, und jetzt sitze ich hier und. Ah, platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste. Wähle sie aus und drücke linke Maustaste, um sie zu kochen. Aus meiner Aktionsleiste. Dann wird es wahrscheinlich zum Kochen halten. Ist es jetzt fertig? Ja, tatsächlich. Und anscheinend können wir die Pilze auch kochen. Oh. Oh. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen zu lang, aber wir haben Teer rausbekommen und so den geteerten Holzblock gelernt. Das ist ja witzig. Okay, also immer wenn dieses Tschuh kommt, das hier, dann sind sie fertig. Kann ich mir, glaube ich, merken. Okay,
Dann sind wir ja mit Kochen auch schon wieder durch. Dann let's go auf Entdeckungstour. Was bringt mir das jetzt, wenn ich das esse? Ausgeruht. Oder war das jetzt nicht. Ah ne, Magie-Schadensbonus. Okay, das bringt uns ja eigentlich gar nichts. Glaube ich. Was ist, wenn ich die Beeren esse? Gesundheitsregeneration. Und dann aber nur so lang, wie das da oben angezeigt wird, oder wie? Naja, gut, das werde ich schon irgendwie rausfinden im Laufe der Zeit. Ah, was war das für ein Ding? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind hier irgendwelche Hütten. Und mir wurde auch von euch gesagt, dass ich alles irgendwie sammeln soll, was ausschaut, als könnte man es sammeln. Deswegen geht das hier nicht kaputt. Ah, doch. Was kommt da raus? Holzscheite. Huch, und hier Äste. Und da ist doch aber noch was rausgeflogen, oder? Machen wir das auch noch kaputt. Hallo? Ah. So, was haben wir? Stofffetzen, Wasser, Metallschrott, Rezept freigeschaltet, Dietrich. Ein Dietrich. Komm, wir legen uns mal hier kurz hin und chillen. Funktioniert aber nicht mehr mit dem Schlafen anscheinend, wenn es hell ist. Die hat irgendwie ganz schön dunkle Achseln. Schade, dass ich nicht ranzoomen kann. Na gut, keine Zeit vertrödeln. Einfach weitergucken. Was liegt hier? Ein Stein. Machen wir jetzt alles hier. Machen wir jetzt überall Kleinholz draus. Und nehmen mit, was wir tragen können. Hallo? Gut, was gibt's hier? Bringt mir das hier auch irgendwas? Ja, auch Holzscheite wieder. Hier kann man pennen. Hier sind solche Dinger. Lesen. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 6. Neue Geschichtsseite, Erbauer und die Flamme. Tagebuch des Hauptmanns. So, ihr müsst mir sagen, sollen wir uns diese ganzen Geschichten durchlesen oder langweilt euch das eher? Ich lese es jetzt vor, so lange, bis ihr mir das Gegenteil gesagt habt. Auf jeden Fall. Die Angreifer haben uns die letzten 2 Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben halten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann Arkwright. Okay, Hauptmann Arkwright. Alles klar. Nein, ich will es nicht nochmal lesen. Ich will. Sag mal. Also manchmal. Oh, Heiltrank. Verbesserungsgegenstände. Direkte Benutzung plus 200 Lebenspunkte. Stellt durch seinen vitalisierenden Inhalt sofort eine ordentliche Menge an Gesundheit wieder her. Nehmen wir. Und haben wir gleich auch in der richtigen Leiste. Und das plündern wir noch. Holzscheite. Da muss ich keine blöden Bäume fällen. Garn. Holzscheite, Holzscheite. Okay. Denn weiter im Text. Soll ich jetzt da runter oder da hoch? Oder vielleicht auch erstmal. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da hinten und gucke mir. Jetzt habe ich vergessen, wie das Dorf da heißt. An. Und gehe wahrscheinlich zum ersten Mal in dieses Miasma. Was sind eigentlich diese Dinger? Machen die mir nur das Licht an oder was ist das? Auf jeden Fall habe ich auch den Tipp bekommen, dass ich mich gut umschauen soll. Das werde ich auf jeden Fall befolgen, so gut ich kann. Genau, die Glutwacht war es. Und da hinten rennt ein Hase. Kann ich das hier sammeln? Nö. Im Miasma. Okidoki. Hase, du hast mich gerade erschrocken. Plündern. Oh, mich juckt's an der Nase. So. Hallo, könnt ihr kaputt gehen, Zfix? Da war nichts drin. Was ist das? Garn? What is this here? Einmal Wasser, einmal Garn. Und da ist auch nichts. Okay. Ih, da ist wieder so einer.
Ach scheiße, meine Waffe ist im Arsch gegangen. Dann nehmen wir das Beil. Und du hast auch mir weh zu tun. Hey, der blockt ja auch, der Depp. Au. Oh. Na gut. Never mind. Runen, Materialien. Runen, welche magische Energie aus dem Umfeld anziehen und speichern, werden ver... Achso, Punkt. Werden verwendet, um Waffen zu verbessern. Okay. Stofffetzen kennen wir schon und hier ist eine Kiste. Was war eigentlich jetzt das, was hier explodiert ist? Wasser. Kommt da was raus? Nee. Öffnen wir die Truhe und Bandagen. Und wieder Wasser. Was passiert denn, wenn ich das Wasser trinke? Maximale Ausdauer erhöht. Das ist natürlich nicht schlecht. So, habe ich jetzt hier alles gesehen? Ich glaube schon. Dann gehe ich jetzt hier links lang. Was ist das hier? Hm. Ich soll mir alles ganz genau angucken. Dann gucken wir doch mal, was rauskommt, wenn wir jetzt den Baum hier fällen. Ganz normale Holzscheite. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Hier sind solche... Ah, cool. Pfeile kann ich hier sammeln. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn ich dann eh auf Bogenschütze gehe, kann ich die auf jeden Fall gebrauchen. Hier bin ich, glaube ich, das letzte Mal runtergesprungen. Und so wie es ausschaut, geht auch gerade die Sonne wieder unter. Fellfetzen gefunden und Metallschrott. Ich bin ja mal gespannt, wofür ich das am Ende brauchen kann. Metallschrott, Tierfell, Stofffetzen, Garn, Tierfell, Tierfell, Holz. Holz. Da ist noch mehr Holz. Gut. Jetzt wird's dunkel. Das finde ich doof. Da kann ich ja gar nichts mehr sehen. Aber hier ist ein Brunnen. Wasser schöpfen. Ja gut, das ist natürlich nicht schlecht, wenn mir das so viel Ausdauer bringt. Ich hoffe, der Brunnen geht jetzt nicht kaputt. Nein, ich will... Ich will nicht nochmal Wasser schöpfen. Hör auf! Jetzt tut sie es wieder. Ich möchte nur das Ding hier looten. Danke. Ist da was rausgekommen? Nö. Okidoki. Da hinten ist, glaube ich, wieder was zum Lesen. Das können wir sammeln. Da können wir kochen. Rohes Fleisch und ein Pilz. Ein erholsamer Schlaf. Endlich. Eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen. Aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass Sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige... Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Mhm, ich verstehe. Ih. Zieh dich, Penner. Ah, er ist betäubt schnell. So. Was war denn das jetzt hier nochmal? Miasmasporen. Die habe ich, glaube ich, schon gesammelt. Eine seltsame Energie. Im Moment scheint sie noch sehr instabil zu sein, aber vielleicht kann sie gezähmt werden. Egal, nehmen wir alles mit. Und hier könnten wir auch schlafen. Ich glaube, ich will tatsächlich erstmal heim, kurz pennen. Und dann am nächsten Morgen weiter düsen. Dann sehe ich nämlich auch mehr. Hier ist unser Haus, gell? Ja. Und hier muss ich auch noch zumachen. Habe ich anscheinend vergessen. So, dann einmal rein in die gute Stube. Tür schließen. Und zum Bettchen. Gute Nacht. Und jetzt pennt sie. Und Wärme fehlt uns. Muss ich mal gucken, ob wir irgendwie... Hätten wir jetzt Wärme bekommen, wenn ich... das Feuer neben das Bett gestellt hätte? Ich glaube nicht, oder? Weil das ist ja so nicht an. Wo war es denn hier? Doch, ist es schon an. Kann ich das aufheben? Das will ich jetzt mal kurz probieren.
Was ist, wenn ich das hier hinstelle? Also noch habe ich keine Wärme. Wenn ich auf Kochen klicke, macht sie es an und dann habe ich Wärme. Wenn ich jetzt wegdüse, habe ich auch Wärme. Ich will es nicht aufnehmen. Ich wollte eigentlich pennen. Wieso kann ich jetzt nicht pennen? Naja, wurscht. Reparieren müssen wir ganz dringend. Alles repariert. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder losdüsen. So. Gut, dann gehen wir wieder zurück zur Glutwacht. Jetzt sammeln wir gleich noch. So, also hier waren wir schon auf der rechten Seite. Hier sind wir vorher auch lang gepaced. Hier ist ja nichts mehr, oder? Nee, schaut nicht so aus. Das sammeln wir alles gleich mit. Hier waren wir noch nicht. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, guckt mal, hier ist nämlich auch eine Truhe. Was ist denn da drin? Holzpfeile. Einfach mitnehmen. Was ist das da oben? Eine Lampe, oder? Genau, hier waren wir auch schon. Da sind noch zwei solche Fässer. Aber ich glaube, die verlieren nur Holzscheite, kann das sein? Kann das sein? Was haben wir denn hier? Ja gut, ich meine, auch wenn sie jetzt nur Holzscheite verlieren, habe ich ja vorher schon gesagt, muss ich wenigstens keine Bäume fällen. Kann ich das auch kaputt machen? Ah. Sehr gut. Man muss das schon ordentlich machen, ne? Ja, zerhauen wir einfach gleich das ganze Ding. Aber das ist eigentlich chillig, wenn man hier so viel looten kann. Findet man bestimmt noch coole Sachen. Ich könnte aber zur Vorsicht mal kurz ein paar Beeren essen. Oder soll ich mal den Heiltrank... Nee, schauen wir mal, wie lang es reicht. Huch. Also das Beil mag ich lieber als das Schwert. Aber das ist generell so, dass ich Beile lieber mag. Hier kann man was... Was ist hier? Sammeln? Ach so, wieder ein blöder Stein. Und da ist wieder so ein Spasti. Komm, still. Also die haben ja echt gar nichts drauf. Und der hat wieder ein rostiges Kurzschwert verloren. Muss ich mal kurz gucken. Das ist das hier, gell? Das ist dasselbe, wie wir haben, ja. Zerlegen. Das kann ich zerlegen oder löschen. Was bekomme ich denn, wenn ich zerlegen klicke? Runen. Okay. Die scheinen auf jeden Fall wichtig zu sein. Neue Geschichte, allgemein. Sturz ins Verderben. Wir blieben hoffnungslos, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diesen verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Möge diese Heimat, letzte Wacht der Glut, uns in ein leuchtendes Zeitalter geleiten. Ist klar. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist tote Hose. Was ist das hier? Da geht's runter, ich brauche Licht. Das Miasma zieht herauf. Neue Geschichtsseite allgemein. Die Blauhäher schweben nicht mehr so sorglos durch die Luft wie sonst. Irgendetwas geht vor sich. Ein Nebel strömt auf uns zu. Er entspringt dem Abgrund wie eine Fluchtwelle. Sie nennen ihn das Miasma. Es bringt Krankheiten und Leid mit sich, verändert den Boden und die Menschen. Ich muss diesen Wahnsinn verstehen, aber es wird schwierig sein, ein Heilmittel zu finden, da die Soldaten die Versorgungswege abgeschnitten haben. Balthasar. Was das wohl bedeutet?
Achso, ich könnte ja hier auch einfach mal die Axt nehmen. Ich weiß nicht, was dieses Ding hier ist. Oh, okay. Also, wenn ich jetzt hier drin stehe, dann geht die Miasma-Zeit schneller runter. Ist das korrekt? Scheint auf jeden Fall so. Was ist das für ein Ding? Kann ich irgendwas sammeln? Nö. Oh, hier ist wieder so ein blödes Teil. Durchsuchen. Metallschrott, Pflanzenfaser, Garn. Ich nehme jetzt einfach die Fackel, ist mir wurscht, sonst sehe ich einfach nichts. Holzscheite und Garn. Hier kann ich auch plündern. Abbauen. Alte Bücher. Brauche ich die? Wow. Ich habe nicht mehr viel Zeit im Miasma. Soll ich... Ist dahinter was? Ah, da ist eine Kiste. Die Matz. Okay. Dann gehen wir jetzt mal kurz die Zeit aufladen. So. Na los. Und dann gehe ich nochmal runter. Mach dieses Ding weg. Jetzt habe ich halt noch keinen Bogen. Aber dann gehen wir halt ganz schnell wieder da raus. Ist ja kein Thema. Da, und jetzt ist es eh schon vorbei. Und dafür brauche ich jetzt einen Dietrich. Okay, Handwerk. Wo ist er denn? Hier, Dietrich. Herstellen. Okay, dann müsste es ja jetzt gehen. Feuersteinpfeile. Und wieder ein Heiltrank. Nehmen wir doch mit. Ja. Aber ich würde gerne mal irgendwie eine chilligere Waffe oder so finden. Oder irgendwas zum Anziehen. Naja, gut. Also, dann waren wir jetzt hier in dem Keller. Da hinten waren wir schon. Hier ist irgendeine Türe. Ich nehme wieder mal die Axt in die Hand. Ist mir irgendwie sicherer. Hier ist jetzt... Nix, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Hier waren wir schon. Da sind wir vorher lang gedüst. Okay, ich glaube, dass ich hier unten alles gesehen habe. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich erkenne jetzt gerade nichts mehr. Dann düsen wir jetzt darauf. Was ist hier so? Nix, okay. Da sind auf jeden Fall Zelte. Da gehen wir doch auch gleich mal hin. Hier ist wieder Holz. Was geht hier so? Wieder was zum Lesen. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Gut. Ist hier wieder Wasser, gell? Ja. Alte Bücher wieder gesammelt. Na gut, hier kann man auf jeden Fall auch jede Menge Garn sammeln. Was kriege ich von dem Knöchchen? Ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ich wette, die braucht man für Pfeile oder so. Wie es halt in jedem Spiel so ist. Teer habe ich aufgesammelt. Okay. Plünder mal den Garn. Ich nehme jetzt schon wieder 35 Minuten auf. Aber das Spiel macht halt auch so Spaß. Metallschrott. Genau, von hier bin ich letztens runtergesprungen und da steht unser kleines Häuschen. Jetzt sehen wir es auch mal von der Ferne. Also ich glaube tatsächlich, dass die Steinstruktur mir am Anfang
besser gefällt als die hölzerne. Die macht irgendwie ein bisschen mehr her. Hier kann man nichts nehmen. Hier kommt auch wieder nur Holz raus. Wie voll ist denn eigentlich das Inventar? Okay, ein paar Plätze habe ich tatsächlich noch frei. Ich glaube, der bringt mir nichts. Oh, der hat ein Herz. Guckt mal. Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste zum Blocken. Ein gut getrimmter Block wird den Angriff parieren. Ja, also das weiß ich auch schon, dass man das dann drücken muss. Ist ja nicht mein erstes Survival-Game. Da ist wieder der Hase und hier geht es auch noch weiter. Sind wir da runtergekommen? I don't know. Hier ist nix. Hier sind wieder ganz viele so Knochendinger. Ergo-Skelette. Da geht's rauf. Gehen wir da lang. Was gibt's hier? Hey, gib mir die Beeren. Hallo? Danke. Oh, ein schönes Bild. Tschö. Da hängt auch noch mal eins. Und wieder was zum Lesen. Verlass mich nicht, Jasmina. Ist das wahr? Jasmina. Wenn ihr wüsstet, wie ich heiße. Die Erbauer haben dich angerufen, zurückzubleiben, während der Rest von uns ruht. Wirst du da sein, wenn ich erwache? Bitte, du darfst nicht von meiner Seite weichen. Du bist mein Ein und Alles. Oh. Warum muss sich alles ändern? Ich vermisse die alten Zeiten, als wir zusammenreisten, Seite an Seite. Du hast mich neben dir verweilen lassen. Du hast meine Hand gehalten. Und jetzt? Wozu diese Geheimniskrämerei? Ich dachte, du könntest dich mir anvertrauen. Ich will nicht, dass die Erbauer zwischen uns stehen. Ich verliere noch das letzte bisschen an Glauben. Wenn du schon gehen musst, gib mir wenigstens einen Abschiedskuss. Von ganzem Herzen, Emily. Hier hast du dein Abschiedsküsschen, Emily. Wo auch immer ihr Geliebter jetzt ist. Auf jeden Fall, hier ist nix. Ah, hier ist so ein... Was kann ich hier plündern? Schon wieder alte Bücher. Ich will keine alten Bücher, beziehungsweise weiß ich gar nicht, was man damit macht. Was gibt's hier? Fell? Aber sonst... auch nichts. Da haben wir Kleinholz draus. Holzscheide, Holzscheide, Pflanzenfasern. Knochen. Dieses Banner hier ist aber eigentlich auch ganz schön, oder? Hä? Öffnen? Ach geil, das ist ja richtig cool. Mach mal zu. Ich dachte mir noch so, hä, das sieht aus, als wäre da mal eine Tür gewesen und dann gehe ich hin und dann steht tatsächlich Öffnen da. Cool. Man das auch bauen kann. Na gut, hier sieht es jetzt aus, als wäre nichts mehr. Dann glaube ich, können wir eigentlich auch wieder runtergehen. Hier kann man noch runter. Wartet mal, was ist das? Was ist das? Ratten oder was? Tatsächlich. Ah ja, okay, die sind ja auch nicht kaputt. Ich bin einfach zu OP für euch. Hahaha. Ha, ha. Was haben die? Fellfetzen und Fellfetzen. Na gut. Na gut. Was ist hier? Auch nicht wirklich viel. Gehen wir mal da lang. Sind wir oben? Ja, genau, stimmt. Bei dem Brunnen waren wir vorher schon. Kann ich... Geht das kaputt? Ja, weil hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Heiltränke. Das kann ich plündern. Ich glaube, dann sind wir da drüben fertig. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, genau, hier habe ich vorher hochgeguckt. Hm, mich würde jetzt mal interessieren. Hallo, baust du da?
da tatsächlich vielleicht irgendwas drunter ist. Aber schaut mir jetzt nicht so aus. Okay, ja, dann glaube ich, bin ich hier fertig, oder? Beziehungsweise, nee, stimmt nicht, weil wir müssen jetzt noch mal kurz da hoch. Hier bin ich rausgekommen. Hallo, du. Nehmen wir doch noch deine Knochen mit. Hier war ich. Dann bin ich hier hochgelaufen. Und da links geht's noch weiter. Oder hier. Gehen wir doch mal jetzt da hoch und schauen, ob da noch was ist. Aber ich glaube... Ja, genau. Von da sind wir rausgekommen. Nee, okay. Ich glaube, dann sind wir für hier erstmal fertig. Ja, cool. Dann, ihr lieben Leutis, würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Es hat auf jeden Fall wieder super viel Spaß gemacht und man kann sich echt hier in der Zeit verlieren, habe ich schon gemerkt. Aber ich versuche ja ein paar mehr Parts rauszubringen, ergo kann ich dann auch öfter spielen und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch an der Stelle einen schönen Abend. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Bye!